Hallo YouTube, ich bin's wieder, der Latt, und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde COD. Und die letzte Aufnahme hat ja schon ziemlich Bock gemacht, war auch ein bisschen kritisch. War auf jeden Fall mal wieder ein bisschen, die Anforderungen waren nicht schlecht, ne? Ein bisschen rumgeballert da, schön auf dem Auto. Und jetzt sprengen wir erstmal die Eisdecke. Gesagt, getan. Und da geht's auch schon direkt ab. Ich weiß ja nicht, ob wir die hier irgendwie noch umbratzen müssen oder sowas. Alles klar, da hätten wir uns die Munition wahrscheinlich auch sparen können. Und jetzt schwimmen wir hier vor. Hinter Merrick direkt her. Wir sind natürlich wieder der Erste, der hochklettern muss. Aber da haben wir direkt wieder einen Ghost neben uns. Wer war denn das? Keegan. Oder Keegan. Jawoll. Oh. Entschuldigung, Hash. Ja. Immer cool bleiben. Wir bratzen hier einfach mal alles weg. So, da ist Merrick. Ja, toll. Da hatten wir noch gefühlte 0,0002 Sekunden, die Granate zurückzuhämmern. Was natürlich sehr mies ist. Aber wir müssen irgendwie ein bisschen vorrutschen, glaube ich. Sprint einfach mal hier vor. Also, das kann doch bestimmt noch explodieren, oder? Ja, genau. Boah, ich bin schon wieder so schlecht am Pad heute. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Naja, gut, der hat trotzdem gesessen, hat aber auch eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wir den mal, bis wir den mal getroffen haben. Das lassen wir uns ja nicht nehmen hier, wa? Ja, wechsle das Magazin. Er lebt immer noch. Okay, nicht mehr. Nein. Nicht wieder so eine Granate. Können wir denn hier auch durchgehen? Einfach mal abchecken hier. Ja, toll. Hat uns wahrscheinlich nicht allzu viel gebracht. Ja, ist ja gut. Mal cool bleiben, Jungs. Wir müssen ja aber auch erstmal vorkommen. Boah, jetzt kommen wir hier durch dieses beschissene Zelt nicht durch. Auch schon ziemlich schlecht. Ja, da hat er die Granate zwar trotzdem noch geschmissen, aber wir ziehen ja schon weiter. So, und jetzt? Vielleicht können wir hier noch eine Waffe noch mitnehmen. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, ist besser als nichts. Drücken und halten X. Für was? Ah, alles klar. Kriegen wir hin. Schritt 2. Die Feuerregulierung überlassen. Ja. Bereit machen. Oben dann Feuer frei. Kein Problem. Boah, wie viele hier aber auch wieder rumtouren. Schon wieder richtig krass. Ah, da oben sind welche. Ja gut, jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, genau. Oh, manchmal dieses Auto-Aim, das ist echt so ätzend. Ist zwar echt hilfreich, vor allem für mich. Ja, aber zwischendurch ist das mal so am Rumgimpen. Ganz ehrlich. Alter. Unsere Kugeln dringen durch das Metall. Ja, alles klar. Kegan hat das geklärt oder so, glaube ich. Komm schon raus, Alter. Komm raus und ich bratze dich weg. Sehr gut. So, da oben, da ist ja hoffentlich keiner mehr. Ja, toll. Wenig Munition. Die Schlange, die geht ja krass ab, Alter. Die ist cool. Die gefällt mir. Haben wir die hier noch? Ja, nehmen wir die einfach mal mit. Also an Knarren soll es definitiv nicht mangeln, glaube ich. Ja, dann. Platzieren wir die Sprengschnur. Ja, genau. Ich stehe direkt vor der Tür, oder was, Alter? Was ist denn mit euch, ey? Komm schon. Go, 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 go. Regulatoren sind da vorne. Bewegung. Los. Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört. Ja, was soll ich denn machen, ey? Eine Ladung an diese Tür loggen. Kein Thema. Krasse Scheiße, Alter. Tür ist hin. Blendgranate. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige geworfen. Ja, ihr seid doch lustig, Alter. Was ist denn mit euch, ey? Oh, 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 oh. Nein, 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 komm. Boah, die Knarre, die geht ja mal voll krass ab, ey. Die ist cool, Alter. Die gefällt mir. Aber da ist das Magazin auch einfach mal sofort instant leer. Hier war doch noch irgendwo einer. Das war knapp. Hier geht's. Boah, alter Verwalter. Okay, also mit der haben wir genug Munition. Oh. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Jawohl. Was soll das werden? Schnauze. No, check das mal. Darf ich hier gleich wieder irgendeinen Hebel ziehen? Ja, wusste ich doch. Jawohl, so soll's sein. Na dann, auf geht's. Ab nach oben. Mach die Luke auf hier und dann geht's ab. Wo drauf? Boah, alles klar. Okay, ich glaube da drauf. Krasse Scheiße, Alter. Boah, ich bin so ein schlechter Schütze, ey. Ehrlich. Also wenn ich online spielen würde, würde ich wahrscheinlich definitiv erstmal richtig krassen Abzug kriegen. Vor allem sehe ich die teilweise auch gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wo meine Peoples hier hin sind, Alter. Ja, komm, wegbratzen hier. Einfach immer alles wegbratzen. Ja, ich werde auch beschossen, du Feuervogel, Alter. Was? Wo? Ah, da oben. Check. Raketenwerfer, der Sack. Boah, dieser ganze Alarm hier.
Ja, gut. Ja, komm schon, renn, Alter. Was ist denn mit dir? Geh. Nicht lang schnacken hier. Hackengas. Alles klar. Wir sollten uns ducken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ja, ich glaube schon. Boah, was war das denn, Alter? Hier ist irgendwas explodiert. Was hier hoch? Komm schon, Merrick. Go, 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 go. Ach du Scheiße, Alter, was ist denn hier los? Okay, das übernimmt er einfach mal. Das ist schon mal sehr gut. Ja, den Raketen-Johnny hier, den haben wir erstmal direkt weggefrackt. Alles klar, komm, vorstoßen, 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 vorstoßen. Ja, hier stand direkt einer vor mir und ich habe es wieder nicht gecheckt. Und dann müsst ihr sehen halt gleich aus hier, die Affen. Was für MG ist? Ah, wahrscheinlich die da oben. Dann checken wir mal hier die Seite ab. Ja, komm. Von mir kommen so endlos viele Leute angerannt, ey. Was ist denn los hier? Keegan, wir schalten die Feuerregulierung ab. Logan, ich überlade die Pumpen. Du kümmerst dich um den Wasserdruck. Ich kümmere mich um den Wasserdruck. Alles klar. Und wo ist der? Ist der auch hier oben? Alles klar, check. Ja, so einfach kann es gehen. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Okay, L ist hoch oder runter. Ah, okay. Grüner Bereich, Logan, so. Ja, kein Thema. Chill doch mal, Kollege. Okay, also los. Halt uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Die erste Pumpe hätten wir. Weiter so. Hast du geschafft? Gar nicht so einfach. Zack, Strom weg. Ja, dann Hackengas jetzt wieder. Boah. Ja, alles am Explodieren ist. Wie ich kaum noch was sehe. Boah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Krieg ich auch noch ein Stückchen von der Leiter mit ab? Ja genau, das letzte Stückchen oder was? Ne, vorletzte. Boah, auf jeden Fall schon mal... Boah, krasse Action, ey. Ich würde sagen, da haben wir das Ding einfach mal eiskalt wie Atlantis im Wasser versetzt, verlegt. Ja, versenkt, so rum. Versetzt, verlegt. Ja, alles das Gleiche. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den...